Endlich ist es soweit, die Futsal-Bundesliga startet in die neue Saison. Ein Grund, damit wir uns gleich einmal die drei Gruppen anschauen. Es steigt jeweils nur der Erst- und Zweitplatzierte in die Meistergruppe auf. Der Dritte und Vierte ist dann in der Abstiegsgruppe. In der Gruppe A haben wir den FSV St. Pölten, Futsal Commosina, Vienna Walzer und Stella Rossa. Die Aufteilung der Favoriten ist relativ klar. Stella Rossa als Rekordmeister, Fixkandidat für den Aufstieg. SC Vienna Walzer, etwas ein Überraschungsteam, aber mit sehr starken Neuzugängen. Die beiden Teams werden sich wahrscheinlich die ersten Plätze ausspielen. Das erste Spitzenspiel in der heurigen Futsal-Bundesliga ist dann auch gleich das Duell zwischen Stella Rossa und Vienna Walzer und auch zugleich das Eröffnungsspiel in die Futsal-Bundesliga. Das zweite Spiel in der Gruppe A ebenfalls am Sonntag um 16 Uhr, der FSV St. Pölten gegen Futsal Commosina. Dann schauen wir uns die Gruppe B an, eine Wahnsinnsgruppe mit den Murexin Allstars, Serienmeister. Ein Jahr ausgesetzt, aber zählt sicher zu den Top-Favoriten in der Liga. Askö Diamant Linz, der amtierende Meister, als erstes Team in Österreich in die Hauptrunde der UEFA Futsal Champions League gekommen. Ebenfalls ein Top-Favorit. Weiters haben wir Futsal Klagenfurt, ein launisches Team, das aber sicher jeden Gegner schlagen kann. Und Futsal Club Graz, die ein kleiner Geheimfavorit sind, einige Neuzugänge durchaus nicht zu unterschätzen. Also eine absolute Hammergruppe. Das erste Spiel in dieser Gruppe ist ein absoluter Schlager. Diamant Linz gegen die Murexin Allstars am Sonntag um 13.30 Uhr. Das zweite Spiel der Gruppe B, Futsal Klagenfurt gegen Futsal Club GAZ, wird die erste Vorentscheidung, wer da vielleicht ein Wörtchen mitzureden hat um die ersten zwei Plätze. Last but not least die Gruppe C. Von der Papierform her schaut das relativ eindeutig aus. Fortuna Wiener Neustadt mit absoluten Top-Transfers. Weiters BFC Liberta Legion, die ja bereits einmal Meister geworden sind. Das sind die beiden Teams, die als Favoriten zählen. Und weiters haben wir noch Käfig League, Futsal Club und SFK Libero Graz. Die Spiele in der Gruppe C beginnen dann mit zwei Heimspielen für die Favoriten. Fortuna spielt um 13 Uhr gegen Libero Graz und Liberta Legion Wien gegen Käfig League. Alles andere als zwei Heimsiege wären da eine absolute Überraschung. Die heutige Rundenvorschau wurde gesponsert von der Firma Lang Metalltechnik aus Kärnten. Vielen Dank!